Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Route de San Luis von Tilizarao nach Terrazas del Portezuelo. 174 Kilometer warten auf uns. Es ist wieder eine ziemlich flache Etappe heute. Und damit nochmal für uns die Chance mit Rafael Andreato vielleicht heute das zu schaffen, was uns gestern nicht gelungen ist, nämlich den Etappensieg zu holen. Das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Dadurch, dass es einfach zwei Rundfahrten sind, die wir momentan parallel zueinander fahren. Ist nicht ganz so geil, muss ich sagen. So, und Andreato, der sollte mal ein bisschen weiter hinten fahren. Nicht ganz so im Wind. Hier nehmen wir die Position von Cataldo ein. Das reicht völlig. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch eingestellt. Ich merke das schon. So. Ihr könnt auch mal so ein bisschen mehr chillen. Nur 95 Fahrer stehen hier am Start. Und die Ausreisegruppe des Tages hat sich scheinbar schon gebildet. Das sind Coen de Kocht, der Holländer, der also zur FDJ-Mannschaft in die zweite Liga gewechselt ist. Da haben wir Manchuso aus der Nero Sapristi-Mannschaft. Koretzky von Bretagne Seche. Auch er hat sich ganz schön verbessert, muss man sagen. Und Löwe Vestra von der Astana-Mannschaft. Gestern also einer der Abgehängten. 6 Minuten 44 hat er Rückstand in der Gesamtwertung. Wir können ja mal einen kurzen Blick werfen. Zweiter ist Andreato und hier hinten haben wir beispielsweise Vincenzo Nibali, der also mit 6 Minuten 44 jetzt schon sehr, sehr weit zurück ist. Und ich denke, das spoilere ich niemanden. Ich weiß ja selbst noch nicht, von daher ist es ja kein Spoiler in dem Sinne. Aber ich denke mal, es ist logisch, der wird diese Rundfahrt wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Wenn, dann wäre es eine große Sensation, denn hier fahren ja doch andere gute Fahrer mit, wie Cadel Evans, wie Alberto Contador. Ich glaube ja auch Bauke Mollema war hier mit dabei. Ja, da vorne ist er im holländischen Meistertrikot, genau. Und heute also, wie gesagt, eine flache Etappe. Wir haben es leider verpasst, heute in die Ausreisegruppe zu gehen. Wäre ich heute mal ganz gerne. Aber leider hat das nicht geklappt. Die hat sich ja ziemlich früh abgesetzt da vorne. Und da hatten wir keinen Fahrer, der damit reinspringen konnte. Klar, Andreato war vorne, Fazil waren vorne. Aber die hatte ich jetzt beide nicht dafür vorgesehen. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ist immer noch die bisschen erkältet Aufnahme. Aber ich muss in Anführungsstrichen jetzt einfach wieder Pro Cycling Manager aufnehmen, damit ihr weiterhin schön Folgen habt. Denn ich merke ja, es gefällt euch. Ihr habt ja Spaß an dem Let's Play. Und von dem her möchte ich da auch nicht euch irgendwie im Wege stehen. So, Manchuso hat Probleme. Der hat jetzt deutlich Probleme hier, den anderen dreien zu folgen. Was mich verwundert, dass er am Berg abgehängt worden ist scheinbar. An der Bergwertung der dritten Kategorie, obwohl er der beste Bergfahrer in der Gruppe war. Aber scheinbar, gut, es war kein richtiger Berg, muss man auch dazu sagen. Es war ja eher nur eine kleine Steigung. Und wenn ansonsten die Werte nicht so pralle sind, dann kann das natürlich schon einiges bedeuten. So, Genso Jim ist eigentlich auch nicht so schlecht, ne? 66 am Berg, 68 am Hügel. Nur die restlichen Werte sind halt alle unter 60. Oh, wobei Regeneration ist 60, Kämpfer ist 61 immerhin. Ist jetzt aber alles nicht die Welt. Manchuso wurde eingeholt. Manchuso ist also eingeholt von der Nero Sapristi-Mannschaft, ehemaliger Teamkollege von Andreato, der heute versuchen wird, eine Etappe zu gewinnen. Und ich esse jetzt ein Schokohörnchen. Ich habe hier nämlich noch Schokohörnchen liegen von gestern. Oh, Spiel. Das Spiel grägiert wieder rum. Ich weiß nicht, ob es das Verb grägien überhaupt gibt. Wie konjugiert man das? Ich grägi, du grägiest, wir grägien. Wäre das so richtig? Wisst ihr, was richtig eklig ist an diesen Dingern? Ich muss dazu sagen, ich habe mir gestern einfach mal so Billigteile gekauft vom Penny, war das. Und die haben so einen Kleber. Die haben so einen Kleber innen drin. Igidigit. Die haben so einen Kleber innen drin, der die Verpackung so zusammenhält. Also es wurde nicht irgendwie zusammen genäht oder so, es wurde einfach zusammengeklebt, diese Plastikverpackung. Und in dem Moment, in dem du diese Packung aufmachen willst, hast du den Kleber schon an den Fingern. Das ist richtig eklig. Vor allen Dingen, weil man dann davon ausgehen kann,
dass dieser lecker, lecker, wohlschmeckende Kleber mit Sicherheit auch irgendwie am Hörnchen mit dran ist, auch wenn man es nicht sieht oder merkt. Egal. Ich werde es trotzdem essen. Mmh. Mmh. Ist das lecker. Das sind diese... Ihr kennt diese Packung bestimmt. Diese sechs Kinderhörnchen... sechs Schokohörnchen, also Hörnchen mit Schokoladenfüllung. Für Kinder heißen die. Aber es ist die Billigversion von Penny. Es ist nicht dieses Originale mit dem Clown drauf oder was da drauf war. Mmh. Aber es schmeckt eh nicht gut. Hat glaube ich nur 1 Euro gekostet oder so, also echt billig. Naja, you get what you pay for, ne? Würde ich mal sagen. Schokohörnchen. Ach kacke, ich habe die Verpackung weggeschmissen. Oh, da ist sogar ein Eichhörnchen drauf scheinbar. Mhm. Kinderhörnchen heißen die. Naja, ist ja auch egal. So. Ja. Mhm. So, erstmal schnell fertig. Denn es geht langsam zum Ziel. So, es geht langsam Richtung Ziel. Entschuldigung, musste jetzt gerade einfach was essen, weil ich ehrlich gesagt aufgestanden bin, mich am PC gesetzt habe und Full Cycle Match aufgenommen habe. Was gerade von der Erkältung her ein bisschen ging, habe ich mir gedacht, komm, es nutzt du aus. Dann habe ich gerade so einen Hunger bekommen, da ich jetzt einfach was essen musste. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Die Mannschaft Joker, das Drittligateam, ich bin mir sicher, sie sind auch Drittligist, machen jetzt also das Tempo, oh, Omega Pharma Quickstep unterstützt sie, für ihren Mann in Gelb, für ihren Sonnenschein sozusagen, für Juan José Aedo, der heute mit Sicherheit das gelbe Trikot verteidigen möchte, kein Ding der Unmöglichkeit, wobei er nicht viel Vorsprung haben dürfte. Und im Ziel gibt es ja wieder Zeitbonifikation. Wir gucken mal. Wie sieht das aus? Er hat 8 Sekunden Vorsprung auf uns und KC, 12 Sekunden auf Oss und 20 Sekunden auf den Rest des Feldes. Im Ziel kriegt er 20 Sekunden, kriegt der Sieger, 12 Sekunden der Zweite und 8 Sekunden der Dritte geschenkt. Also wird schwierig. Theoretisch kann jeder gleichziehen mit ihm. Und wenn natürlich, wie gesagt, einer von denen von den ersten 6 irgendwie die Etappe gewinnt, dann wäre er vorbei an Juan José Aedo. So, jetzt geht's nochmal bergauf. Letzter Anstieg des Tages. Eigentlich nochmal eine gute Möglichkeit, um anzugreifen. Ich bin der Meinung, hier haben wir mal mit Giacovente angegriffen vor einem Jahr. Kann das sein? Und dieses Jahr, na, Gilbert versucht's doch nicht. Ich dachte schon, Philipp Gilbert probiert's. Markus Burkhardt ist unterwegs für die Belkin-Mannschaft. Paul Martens für Omega Pharma Quickstep. Beide versuchen das Tempo schön hochzuhalten. Für ihre Kapitäne. Zum einen für wahrscheinlich mal Bauke Mollema. Oder wen könnte Belkin hier sonst noch im Kopf haben? Van Poppel natürlich. Boy Van Poppel. Auch Neuzugang. Bei Team Belkin. Alter, was hat der denn? 15 Kilometer sind es noch. So, wir fahren mal etwas entspannter nach vorne als die Kollegen hier. Tyler Finney, ist der ein Sprinter? Oh ja, der kann sogar sprinten. Alles klar. Und Andreato, wir hängen uns mal wieder an Sascha Modolo. Hat gestern ja einigermaßen gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie sich Aedo schlagen wird. Für meinen Geschmack ist er ein bisschen viel im Wind gefahren, gerade eben. Als seine Mannschaft fertig war. Er hat auch keinen Helfer mehr vorne. Also für meinen Geschmack ist er mir da ein bisschen zu viel im Wind für einen Top-Sprinter. 10 Kilometer sind es noch, 2 Ausreißer werden eingeholt. Ich glaube, einer ist noch vorne. Ja, das ist Löwe Westra, wenig überraschend aus der Astana-Mannschaft. Entpuppt sich als der Stärkste unter diesen Ausreißern heute.
Und Sascha Modolo ist also der, der uns jetzt mal das Hinterrad ganz freizügig sponsert. Ach, hier haben wir Skierping. Versucht doch mal Juan José Aedo zu helfen. Und man muss schon sagen, auf Schwierigkeitsgrad schwer ist es doch ein bisschen schwieriger. Muss man einfach so sagen. So, jetzt Achtung. 4 Kilometer sind es noch, 4,6. Ich hoffe, Modulo macht keinen Scheiß. Wir verlassen uns jetzt hier so ein bisschen auf die auf das Können von Sascha Modolo. Ob das gut ist, ich weiß nicht. Ich glaube fast nicht so unbedingt. Aedo fährt jetzt nach vorne. Was machen wir? Wir fahren mal hier so mit rüber, würde ich sagen. Alter, häng ich mal in den Windschatten. Fahr mich so im Wind. Mensch. Aedo jetzt vorne. Dahinter Daniel Oss. Andreato jetzt im Windschatten von Oss, zumindest halbwegs. So, komm, zieh mal den Sprint an, Andreato. Aber das ist heute nicht. Das ist heute nicht der Tag von Andreato. Heute wird's nichts. Aber vorne holt sich den Tagessieg sowieso. Löwe Vestra. Und zweiter scheint Aedo zu werden. Verteidigt damit wahrscheinlich das gelbe Trikot. Wobei, Löwe Vestra könnte es sich schnappen. Er hat jetzt. Er kriegt jetzt 20 Sekunden geschenkt. Macht also alleine aufgrund der Bonifikation 8 Sekunden gut. Und wir werden Zehnter. War nicht optimal, aber Andreato war auch ziemlich schwach irgendwie. Vielleicht doch ein bisschen zu früh im Wind gewesen heute. Also, Glückwunsch erstmal an Löwe Vestra. Er gewinnt die heutige Etappe vor Juan José Aedo, Daniel Oss und Sascha Modolo. Und wenn man sich hier die Abstände anguckt, dann weiß man schon, wer das gelbe Trikot gleich überziehen darf. Ziemlich braun gebrannt ist Löwe Vestra für einen Holländer, muss man ja sagen. Er könnte schon fast bei unserer Mannschaft durchgehen. Oh, oh, Überraschung. Stimmt, das war ja eine derer, die zurückgefallen waren. Habe ich ganz vergessen. Juan José Aedo behält das gelbe Trikot. Löwe Vestra war ja eine derer, die über 6 Minuten Abstand hatten. Von daher überhaupt keine Gefahr gewesen für den Team-Joker-Fahrer. Aedo darf sich also über einen zweiten Tag im gelben Trikot freuen. Auch in der Sprintwertung führt er weiterhin vor Löwe Vestra jetzt und Daniel Oss. Also für Team Joker bereits jetzt eine ziemlich erfolgreiche Ruta de San Luis. Löwe Vestra führt in der Bergwertung vor Koen de Kort und Koretzky. In der Nachwuchswertung führt eben dieser Koretzky vor Le Mans und Tyler Finney. Songhezo Jim übrigens auf Rang 10 sehe ich gerade. Und in der Teamwertung jetzt also Astana vor Cajarural und Androni Giocattoli. Das also die ersten drei in der Teamwertung. Heute gingen wir also leer aus. 10. Platz immerhin durch Andreato. Ja, geht besser. In der nächsten Etappe, ja, die nächsten 3 Etappen würde ich sagen. Nee, die nächsten 4 Etappen werden wir gar nichts mehr zu melden haben, leider Gottes. Und dann auf der letzten Etappe kann Andreato nochmal zeigen, was er drauf hat. Also zumindest in Sachen Sprint werden wir ja nichts mehr zu melden haben. Vielleicht kann ja Gerdemann für Akzente sorgen. Es wird nur sehr, sehr schwer. Gut, dann geht es weiter mit einer Flachetappe bei der Tour Down Under am nächsten Tag und mit einer hügeligen bei der Ruta de San Luis. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und würde sagen, wir sehen uns dort. Bis dann!